Hallo und herzlich willkommen zur Alpha 16 von 7 Days to Die. Ja, die kam diese Nacht raus und wir werden auf jeden Fall jetzt ein neues Let's Play anstarten in der Alpha 16. Das heißt, die Alpha 15.2, das Let's Play, die Staffel ist damit vorbei. Ja, jetzt geht's mit Alpha 16. Neue Staffel, neues Glück. Die Zombies rennen an und für sich diesmal jetzt nicht. Erst wieder in der Nacht. Das habe ich jetzt so mal eingestellt. Nicht wie in der Alpha 15, dass die permanent rennen. Später werden wir das auf jeden Fall nochmal ändern können. Das können wir ja immer nochmal machen. Aber jetzt rennen sie erstmal tagsüber nicht. Hat den ganz einfachen Grund. Ich finde das Spiel ziemlich gut umstrukturiert. Zum Beispiel gibt es jetzt hier diese graue Greifvögel, diese Geier, und die sind schon ganz schön schwierig, muss ich sagen. Guck mal, und jetzt liegen die Zombies hier so rum und wir haben noch gar keine Waffe oder sonst was, aber wir können ihn eigentlich anzünden, ne? Da, hast du gesehen? Das ist nämlich ziemlich schwierig, auch in der Alpha 16 jetzt, dass die Zombies wirklich irgendwo da liegen. Du siehst die nicht wirklich. Du denkst, das sind diese Toten, die damals schon immer irgendwo da liegen oder da lagen. Und nun sind das Zombies. Ja, ist ein ganz anderes Feeling, ganz anderes Spielfeeling. Da muss ich mich auch erstmal wieder ein bisschen mich dran gewöhnen. Und dann können wir auf jeden Fall wieder so machen, dass die Zombies tagsüber rennen. Aber erstmal noch nicht. Erstmal nein. Ja, was auch ziemlich schwierig ist, ist, man kann in der Alpha 16 nicht selber bauen. Also sprich, man muss wirklich erstmal diese Häuser benutzen. Keine Angst, wir werden mit Sicherheit irgendwie was selber bauen in der Alpha 16, aber erstmal nicht. Warum ich jetzt hier so vorsichtig bin, hat einen ganz einfachen Grund. Wer es noch nicht weiß, wie gesagt, die liegen hier irgendwo auch in den Häusern rum. Und wenn du zu laut bist, guck mal hier. Na gut, der ist jetzt wach. Aber versteht er, was ich meine? Die kommen nicht mehr einfach so angerannt wie bisher. Die stehen irgendwo in der Ecke. Denkst, das Haus ist frei. Und dabei ist hier ein Zombie. Jetzt brennt er. Hat er eigentlich Schaden, wenn er liegt? Ja, hat er. Oder erst, wo er aufgestanden ist, ja? Und das ist eben das Schwierige. Und deswegen erstmal abwarten, Tee trinken und gucken, wie es wird. Bisher muss ich sagen, ich habe es ja schon ein bisschen angezockt mit den Xerxes Zock zusammen. Und es gefällt mir. Also es ist sehr, sehr schwer geworden. Und sehr gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Die alte Taktik, die klappt da nicht mehr. Dass die tagsüber rennen. Das geht nicht mehr. Ich glaube, das ist schon schwierig genug überhaupt in der großen Stadt. Wir spielen hier Neversgate. Müsste ich vielleicht noch sagen. Neversgate habe ich diesmal drin. Und jetzt können wir alles mal hier looten. Das Haus scheint jetzt frei zu sein. Gut. Das ist komplett leer. Wir sollten das vielleicht sogar benutzen, das Haus. Da hatten wir schon reingeguckt. Weil das ist jetzt wenigstens leer. Ja, und man muss natürlich jetzt alles skillen. Es gibt nichts mehr geschenkt. Selbst wenn man jetzt sonst wie viele Stone Axe baut, dadurch verbessert sich das Level nicht. Das heißt, man muss jetzt alles wirklich permanent immer wieder neu skillen. Und das ist auch ziemlich schwer. Das heißt, wir rennen jetzt erstmal mit einer Stone Axe 25. Da rennen wir wahrscheinlich die ersten Tage mit rum. Bis wir das da mal geskillt haben. Genauso wie mit einem Bow. Und, und. So, wir haben jetzt zwei Steine, ne? Ja, wir brauchen fünf für die Stone Axe. Also jetzt nicht wundern, dass die automatisch gleich auf 5 ist. Das ist jetzt so. Auf 25, das ist jetzt so. Aber die bleibt eben auch auf 25. Da können wir jetzt eine zweite Stone Axe bauen und trotzdem bleibt die auf 25. So, bauen wir sie mal. Dass wir hier mal was machen können. Ach guck mal, hier ist das Maisfeld, ne? Das ist ziemlich praktisch.
Ich würde sagen, sowieso, dass wir hier sogar bleiben. Das gefällt mir hier. Gleich neben der Farm und alles ist gut. Besser kannst du ja uns gar nicht treffen. Messer auch schon gleich. Super. Komm, das kommt hier gleich mal. Wasser brauchen wir nicht. Ein Gürtel. Das brauchen wir im Gürtel. Tabletten wären schön. Haben wir aber auch noch nicht. Und die Fackel lassen wir auch noch im Gürtel. Gucken wir mal nach Ressourcensteine und Federn irgendwie. Ja, und Wölfe gibt es jetzt auch. Die sind uns gemein, weil die überall sind. Und die Geier, wie gesagt. Also es gibt ziemlich viele Herausforderungen jetzt hier in der Alpha 16. Und die müssen wir erstmal besiegen, irgendwie Herr drüber werden. Aber egal, sammeln wir erstmal. Spielen wir wieder Sammler, Jäger und Sammler. Oh. Gucken wir uns hier mal ein bisschen die Gegend an. Steine sammeln, Steine. Auch ganz wichtig. Ich finde aber kein Fohlennest. Fohlennester, wo seid ihr? Ja, und dafür gibt es natürlich als Alternative diesen Geier. Und der ist nicht gerade sehr freundlich gesinnt. Zum Glück ein bisschen verbuggt ist er. Aber das ist, finde ich, eigentlich sehr gut. Ich will den gar nicht irgendwie, dass der entbuggt ist. Bin zufrieden damit. Total. So, schnell hier mal ein paar Pfeile machen. Aber bisher sieht die Alpha 16 eigentlich ganz gut aus. Es gibt ein paar kleine Bugs, aber es ist ja auch noch die experimentelle Version. Ich hoffe, da werden sie noch ein bisschen was machen. Vor allem beim Kisten aufmachen oder sowas. Es ist ziemlich schwer, die E-Taste manchmal zu benutzen. Und dass denn diese Sachen eben halt re reagieren. Das ist an. Hier, ich kann euch mal zeigen, wenn man lange E drückt. Ne, jetzt beim Stein kann ich es euch nicht zeigen. Gut. Aber dann kommt man in dieses Menü rein. Und mit diesem Menü, ja, das ist im Grunde genommen wahrscheinlich mehr für die PlayStation als für den Computer gedacht. Ist halt ein bisschen schwierig. So. Holz gibt es auch ziemlich, ja. Wie soll man das sagen? Nett ausdrücken. Es ist schwierig, Holz zu sammeln. Ganz einfach. Sagen wir so. Ihr werdet schon noch sehen, mit Bauen, das ist sehr schwierig. Man muss da erstmal wirklich sonst wie hochgeskillt sein. Das war in der Alpha 15 nicht so. Ich zeige euch das gleich. Wir machen gleich hier auch, fällen hier auch gleich noch einen Baum. Da kann ich euch das mal zeigen. Weil es gibt nämlich keinen Bonus so gesehen mehr. Und somit hast du immer nur, wenn du einen Baum fällst, vielleicht so 50 Holz oder sowas. Und damit ist nicht viel gemacht. Gut, ein Woodframe haben sie scheinbar billiger gemacht. Ich glaube, damals hat er 10 Wood gekostet. Jetzt kostet er nur noch 5 Wood. Aber es ist halt schwer. Sagen wir so. Es ist auch gut, dass es schwer ist. Muss ja nicht immer alles leicht sein. So. Aber wir brauchen viel Kohle, weil Holz will ich auf jeden Fall nicht mehr ins Campfire schmeißen oder in die Forge oder sonst wo rein. Das ist zu wertvoll. So, dann schmeißen wir die mal raus, bauen uns eine neue. Dann können wir uns noch gleich wieder Pfeile bauen und eine Bettrolle wäre vielleicht auch ganz wichtig. Schmeißen wir die auch gleich da in das Haus rein und werten ein bisschen das Haus auf. Zumindest die untere Holzkonstruktion. Es kommt aber nichts. Die Zombies hört man auf jeden Fall nicht mehr. Das ist auch ziemlich schwierig. Also es gibt viele Schwierigkeiten.
War nix, ne? Ich leide schon unter Hallos. So, gut, gehen wir wieder zurück zum Haus. Wir machen das, dass das hier unsere Base ist. Jetzt killen wir noch einen Baum, ob das sich wirklich... Ah, Vogel lässt. Ob sich das jetzt schon lohnt. Hier, ihr seht, es gibt immer nur ein Holz. Wie gesagt, wir haben jetzt schon 90, ja, durch die kleinen Bäumchen jetzt eingesammelt. Ist ja mal interessant, was so eine Birke bei 900 jetzt bringt. Aber wir haben keine Ausdauer mehr. Warten wir kurz. Ach, guck mal, da ist die Radarschütze noch. Ah, Mensch, wir sind richtig gut gespawnt. Also, hier können wir richtig was looten. Wird wahrscheinlich ziemlich gut sein, wenn wir jetzt mit Lichtern und sowas arbeiten können. Dann ist diese Station da bestimmt jetzt sehr vorteilhaft. Bestimmt. Kann ich mir gut vorstellen. Aber mit Lichtern muss man auch alles skillen. Also man muss sehr, 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 sehr viel skillen jetzt. Aber gut, das ist ja nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist ja, wenn man stirbt. Das wollen wir nicht. So. Jetzt bin ich echt mal gespannt, was uns so eine Birke bringt am Holz. Wie viel Woodframes kriegen wir aus einer Birke? Wir waren bei 90, ja, 67, also. 67, ich glaube, ein bisschen hatten wir schon raufgekloppt, also kann man sagen, gute 60 bringt uns eine Birke. 60 Wood. Nicht mehr und nicht weniger. Ach, übrigens, was mir auch aufgefallen ist, beim Angezockt, dass die Zombies immer wieder neu spawnen. Das heißt, ich bin der Meinung, damals in Alpha 5 war das so, man musste sich alles ausleuchten, sonst spawnen da Zombies. Also so ähnlich wie bei Minecraft, kennt man wahrscheinlich. Und so war es damals. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt auch wieder so ist, dass man alles ausleuchten muss, sonst spawnen da die Zombies wieder. Also das bringt nichts mehr, eine Bettrolle hinschmeißen und sagen, hier spawnt nichts mehr. Nö, nö. Wer das denkt, wird dumm. Manchmal hat man sogar das Glück, dass die gleich wieder da spawnen. War gar nicht so gut, dass wir jetzt hier schon so reingerannt sind. Aber gut. So. Schmeißen wir hier die Bettrolle hin. So, und dann sind wir auch schon fertig mit der ersten Folge. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Die Bettrolle steht. Und ja, wir sehen und hören uns dann in der nächsten Folge wieder in 7 Days to Die. Ich danke fürs Einschalten, fürs dabei sein und... Wie gesagt, es wird spannend, auf jeden Fall, in 7 Days to Die. Tschüss!